Der große Schüler Simeon des Theologen aus dem 11. Jahrhundert schenkt uns eine schöne Auslegung zu der Verheißung aus dem Propheten Joel, wenn er schreibt: Für jeden Eifrigen wird es am Tag seiner Vervollkommnung in der Tugend geschehen. Die Berge der Verrichtung der Gebote Gottes werden in die Süßigkeit des Frohsinns träufeln lassen, während er auf dem Sion mit reinem Denken als König herrscht. Die Hügel, das innere Wesen der Tugenden, werden Milch strömen lassen und ihm Speise bringen, während er auf dem Lager der Leidenschaftslosigkeit ruht. Alle Bäche Judas, nämlich seines Glaubens und seiner Erkenntnis, werden Wasser fließen lassen. Offensichtlich Lehrsätze, Gleichnisse und Rätsel göttlicher Dinge. Und eine Quelle geheimer Weisheit wird aus seinem Herzen wie aus dem Haus des Herrn hervorströmen und die Schlucht der Binsen tränken. Offenbar jene Menschen, welche von der Dürre und der Hitze der Leidenschaften ausgetrocknet sind. Wie sehr, liebe Schwestern und Brüder, treffen alle diese Sätze auf die zu, die wir am Samstag stets besonders verehren, deren Brust den Erlöser genährt hat und die auch uns an ihre Brust der Weisheit nimmt, um uns alle Schätze der Erkenntnis zu schenken.